Ein weiteres zentrales Konstrukt der Konsumentenverhaltensforschung ist die Emotion. Unter Emotionen werden innere Erregungsvorgänge verstanden, welche als subjektiv erlebt und als angenehm bzw. unangenehm empfunden werden. Und darüber hinaus können die Emotionen dann auch noch anhand von 4 Dimensionen beschrieben werden. Einerseits einmal mit Hilfe des Ausmaßes der inneren Erregungen, wie bereits erwähnt, durch die positive, angenehme oder negative, unangenehme Wahrnehmung. Darüber hinaus können die Emotionen auch noch unterschieden werden nach der Qualität bzw. der Art der jeweiligen Emotion. Und darüber hinaus spielt im Zusammenhang mit der Emotion bzw. mit der Beschreibung der Emotion das jeweilige Bewusstsein auch noch eine entscheidende Rolle. Wichtig im Zusammenhang mit der Emotionsforschung ist es dann auch noch zu wissen, dass es unterschiedliche Emotionstheorien gibt in der Theorie bzw. im Zusammenhang mit der Forschung. Und so kennen wir zum Beispiel einerseits die Apprisaltheorien und die biologischen Theorien und andererseits auch noch die konstruktivistischen Theorien. Bei der Apprisaltheorie ist eine kognitive Bewertung, also eine Situationsbewertung des Reizes im jeweiligen Kortex nötig, damit sich dann Emotionen überhaupt einstellen können. Im Zusammenhang mit den biologischen Theorien spricht man von genetisch programmierten Schlüsselreizen sowie konditionierten Reizreaktionsmechanismen, und die konstruktivistische Theorie kombiniert diese beiden Theorien und die Emotion als innere Erregung im Zusammenhang mit einer kognitiven Interpretation.